liegt offenbar in der menschlichen Natur, dass wenn ich glaube, dass mich niemand sieht, dass ich dann auch Dinge tue, die illegal sind. Eine Schusswaffe, die in der legalen Welt vielleicht 800 bis 1000 Euro kostet, die ist im Darknet für 2000 bis 3000 Euro zu haben. Anonymität kostet Geld. Wir sehen derzeit, dass sich ganz gewichtige und ganz wesentliche Bereiche der Straftaten ins Internet oder auf die digitalen Medien verlagert. Waffen, die im 3D-Drucker entstehen können, sind nicht detektierbar an Flughäfen oder ähnlichen Sicherheitseinrichtungen. Bei dem ersten Treffen im Mai 2016 wurde die Waffe übergeben und bei einem zweiten Treffen im Juli, nur wenige Tage vor der Tat hier in München, wurden weitere 350 Schuss Munition übergeben. Es ist unüblich, dass man sich im Darknet zu einem Real-Life-Treffen verabredet. Jede Waffe, die aus dem Verkehr gezogen wird und kaputt gemacht wird, ist eine gute Waffe.